vorstellen möchte ich Ihnen auch ein Werk von Kurt Querner. Ja, Kurt Querner ist 1904 in Börnchen geboren im Erzgebirge und er hat an der Dresdner Kunstakademie ab 1926 studiert. Ab 1929 war er im Mahlsaal von Otto Dix und mit dem Künstler fällt gleich so eine Ausrichtung der neuen Sachlichkeit, dem Kunststil der neuen Sachlichkeit, dem auch Kurt Querner zuzurechnen ist. Querner ist 1932 Mitglied geworden der Dresdner Sezession und wurde in den Militärdienst einberufen. Er geriet mehrere Jahre lang in Kriegsgefangenschaft. 1945 bei der großen Bombardierung Dresdens ist auch sein Atelier zerstört worden und viele seiner frühen Werke. 2 Jahre nachdem er aus der Kriegsgefangenschaft entlassen wurde, ist dieses Gemälde entstanden, 1949. Und wir sehen ein Selbstbildnis mit Pinsel. Für Querner ist es ganz typisch, er hat viele Selbstporträts gemalt und viele ausdrucksstarke und aussagekräftige Selbstporträts. Es gibt beispielsweise das Selbstporträt mit Brennnessel von 1933, das in der Berliner Nationalgalerie hängt und wo er sich im Grunde genommen ein Statement abgibt zu den ersten Gewalttaten der Nationalsozialisten. Ja, bei diesem Gemälde erkennt man schon an den Gesichtszügen, an dem Blick zum Betrachter, was der Künstler auch erlebt hat. Also das Gesicht ist gezeichnet in gewisser Weise und er hat einen strengen Blick auf den Betrachter gerichtet. Aus einer Profilhaltung des Körpers wendet er sich dem Betrachter zu. Die Lippen sind schmal und eng aufeinander gepresst und er ist hier mit einer relativ dunklen Farbigkeit wiedergegeben, die so seinem Stil auch der Nachkriegszeit entspricht. Dieses Gemälde ist vom Bezirksmuseum Potsdam erworben worden. Insgesamt sind 5 Gemälde von Querner in der Sammlung des Hauses. 3 davon sind von der Witwe Ende der 80er Jahre angekauft worden. Ja, Oliver, das war jetzt eine größere Arbeit an dem Gemälde. Was ist hier zu tun und welcher Befund liegt hier eigentlich vor? Ja, das Auffälligste bei diesem Bild ist wohl der zentrale Schaden. Mitten im Bild sieht man Verluste, Hebungen, ein bisschen erschreckend für den Laien. Auch der Fachmann sagt, wie kommt das zustande? Sicher begünstigt die Maltechnik Querners diesen Zustand und macht das Bild darüber hinaus auch sehr empfindlich. Querner experimentiert. Er versucht, sein Innerstes auch in die Maltechnik reinzulegen. Er arbeitet mit dem Borstenpinsel, aber relativ dick, kompakt, glatt im Hintergrund, glatt in der Kleidung, aber eben in den Inkarnaten. Das, was ihn ganz persönlich ausmacht, stupft er wie wild 5 mm dicke Farbkörper. Man sieht das ja auch, wenn man vielleicht mal ein bisschen näher ranfährt. Die Pastos hier, diese ganzen Partien sind gerade im Bereich der Nase oder hier oben auch an der Stirn bis zum Ohr rüber, ist das ja eine richtig dicke Malschicht. Fest aufgetragen, trocken, ne? Die Farbe ist relativ trocken aufgetragen. Ja, aber vermutlich hat er nicht bedacht, den Untergrund speziell zu behandeln. Er hat wahrscheinlich impulsiv, wie dieses Bild auch entstanden ist, den Bildträger grundiert, eine Leinwand. Es ist nicht abgestimmt auf den Farbauftrag und dadurch hat sich die Verbindung zwischen Farbe und Untergrund eben nicht richtig einstellen können. Und wir sehen eben überall auch Falten, die er schon zu seiner Zeit übermalt hat. Also er muss das alles relativ zügig vorbereitet haben, hat Falten reingezogen beim Aufspannen, hat die übermalt. Man sieht hier auch Bereiche, wo sich die Farbe hebt. Also das Bild ist konservatorisch heikel, aber erzählt so viel über die Zeit und über das Innere auch dieses Mannes, dass das schon beeindruckt. Auch der Rahmen wird von ihm angefertigt worden sein, ein sogenannter Künstlerrahmen. Also es ist auch wieder als Gesamtheit zu betrachten, alles farblich aufeinander abgestimmt und
In Folge wird dieser Schaden behoben, gefestigt, die Malschicht muss geprüft werden in allen Bereichen, ob wir noch andere Lockerungen haben. Und diese Bereiche der fehlenden Malschicht wird wieder aufgebaut, sodass wir nachher den Schaden so nicht mehr sehen. Der wird dokumentiert und dann im Weiteren wird auch der graue Überzug, der auch auf diesem Bild liegt, diese graue Schmutzschicht abgenommen, sodass auch wieder die originalen Kontraste sichtbar werden.